Extremwetter in Japan. Der als sehr gefährlich eingestufte Taifun Nanmadol ist mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 234 Stundenkilometern und starken Regenfällen über den Südwesten des Landes gefegt. Dabei kam mindestens ein Mensch ums Leben, mehrere wurden verletzt. Auch wenn der Wirbelsturm inzwischen Japan verlassen hat, sind weiter Millionen Menschen aufgefordert, in Sicherheit zu bleiben. Es könnte noch zu Erdrutschen kommen, warnen die Behörden. Die Behörden sagen, es sei ein besonders großer Taifun. Ich habe mich zu Hause nicht sicher gefühlt, deswegen bin ich hierher gekommen. Mindestens 200.000 Haushalte sind ohne Strom. Züge, Flugzeuge und Fähren stellten den Betrieb ein. Auch der japanische Premierminister Fumio Kishida hat seine Reise zur UN-Generalversammlung in New York verschoben, um sich ein Bild von den Schäden zu machen.